Hallo liebe ARK-Freunde, hier ist Tom von ARKforum.de. Ja, Version 215 ist heute rausgekommen, mit dabei eine neue Kreatur, der Paraceratherium. Ihr seht ihn hier schon vor mir und er steht auch gerade schon schön neben einer Schildkröte. Ja, erstmal schön geschissen, genau, super. Ihr habt hier den Größenvergleich, also er ist etwa so 3, 4, 5 mal so groß wie die Schildkröte. Und besonderes Feature, er hat natürlich auch die Sattelplattform. Und ja, schauen wir uns ihn doch einfach mal an, wie er so von der Geschwindigkeit her ist, was das Farmen so ausmacht. Dafür steige ich jetzt einfach mal auf und wir gehen vielleicht einfach mal raus und schauen hier so von der Entfernung. Also das ist die normale Laufgeschwindigkeit des Dinos. Relativ gemächlich, ne, für seine Größe. Er kann natürlich auch rennen. Und da muss ich jetzt erstmal schauen, dass ich hier um die Ecke komme wieder. So, also wenn ich jetzt rennen würde, dann sieht das Ganze so aus. Also doch relativ schnell eigentlich für seine Größe und für sein Gewicht. Und ja, schauen wir uns einfach nochmal die Pflückfähigkeiten an. Gehen wir erstmal in die Ego-Perspektive dafür. Und da sehen wir sehr durchschnittlich, würde ich mal sagen. Also er farmt Bären, hauptsächlich Fetch. Aber auch ein bisschen Wood. Und ja, von den Bären her eher durchschnittlich. Ja. Sieht ganz nett aus, finde ich. Macht was her. Ja, ich nenne ihn ja auch immer ganz liebevoll den Paracetamol-Dino, weil ich mir den Namen Paraceratherium nicht so gut merken kann. Ja, ich finde ihn soweit ganz cool. Ich glaube, ich würde mir den auch mal in meinem richtigen Spiel, das ist jetzt nur der Singleplayer, auch holen. Und ihn da fleißig benutzen. Weil er macht eigentlich einen ganz soliden Eindruck. Und gerade mit der Plattform hier oben drauf ist es doch ganz nett. Ja, also dann viel Spaß beim Zähmen. Er braucht übrigens Paschikippels, für alle, die das wissen wollen. Steht bei uns schon im Wiki drin, nochmal zum Nachlesen. Also dann, einen schönen Abend noch. Bis dahin, euer Tom. Ciao.